Genau, hier passiert nämlich irgendwas. Hier können wir durchgucken, das war's auch schon. Da unten sind Teleporter und auch Untote. Wie viele sind denn da unten? Ey, ich kann euch nicht sehen. Wo seid ihr? Da. Zwei oder drei? Drei. Wow. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hoch eigentlich. Sieht okay aus. Rasten wir mal kurz. So. Gib uns Licht, Tarion. Und hey, es sieht nicht mehr so neblig aus, weil es dunkel geworden ist. Wow. So. Wow, zwei Seiten ist nicht gut. Vor allem, wenn Tarion so viel einsteckt. Wow. Was passiert, wenn ich da runterschieße? Dann landet es nicht auf seinem Kopf. Schade. So. Ja, das ist nicht so schön. Und Tarion hat mal wieder Hunger. Was geben wir ihm? Hier, Fleisch. Ja, er muss auch viel Hunger haben, weil selbst der Mana, die Mana-Regeneration verbraucht, soweit ich weiß, Essen. Da unten ist auf jeden Fall noch ein Sack. Ich will aber erst die Jungs hier loswerden. Komm. Autsch, autsch, das war knapp. Das war arg knapp. Ist mal was. So runter. Wieder hoch. Wow. Das war nicht so toll. Verpfeif dich von da, genau. So, einer ist weg. Wenigstens schon mal etwas. Wo ist noch mal was? Und dann rasten wir noch mal. Man merkt, ihr habt viel zu viele Lebenspunkte. Und du isst auch mal was. So. Ihr braucht nämlich immer länger zum Heilen. Ne, mit dem einen im Rücken. Wow, das war dann volle Kanne daneben geschlagen. Wo treiben sich die beiden jetzt bitte rum? Wow. Ja, ich komme nicht schnell genug hoch, als dass sie. So. Und der letzte ist jetzt zum Tanzen. So, wow, schöner Critical. Das war nichts. Na, weißt du was? Sparen wir uns mal ein bisschen Mana. Und schießen auf ihn. So. Gut. Hier ist nichts. Hier ist der Sack. Hier sind zwei Pfeile noch von mir. Noch ein Falkenskeier, sehr schön. Das heißt, der Sack von mir. Hier ist Essen drin. Essen wird gern genommen.
Den Sack könnt ihr behalten. So, jetzt kommt das Witzige. Ein Rätsel auf Zeit nehme ich an. Wenn ich hier drauf stehe. Okay. Du? Schuriken. So. Du vorher essen. Okay, dann gucken wir mal. Welches geht als erstes auf? So. Okay, das war nichts. Da ist die Schurike wieder. Das war nichts. Jetzt kann ich die Schurike hier unten einsammeln, oder? Ja. Ihr habt einen Cooldown von so viel? Na, du hast noch längeren Cooldown. Okay. Gib ihr mal ihren Bogen wieder. Was für ein Cooldown hat der eigentlich? Auch keinen sehr hohen. So. Gut. Tür ist offen. Revolver nachladen, Zauber wechseln, Licht anmachen. So. Eiszauber. Okay, da ist ein Teleporter. Und da ist der Weg, ein weiterer Weg, hä? Ein Heilpilz, so. Und noch ein Gang. Und Tote. Oh, viele Untote. Oh. Eisbombe. Stirbt schnell. Trinkt einen Heiltrank. Oh. Trink einen Wiederbelebungstrank. Trink einen Heiltrank, die fast nichts mehr bringen. Frostbombe. Nicht gut. So. Uff. Ja, wieder ein Heiltrank, Wiederbelebungstrank verballert. Für die hätte ich gerne irgendwann das Rezept, auch wenn ich dafür diese Kristalldinger brauche. Von denen habe ich ja mittlerweile mehr als genug. Und ja, strategischer Rückzug zum Speichern. Definitiv. Ich habe lange nicht mehr gespeichert. Ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Zumal mir ja jetzt auch noch der Wiederbelebungstrank abhanden gekommen ist. Hast du eigentlich Einbußen? Nein. Hat irgendwer Einbußen? Nein, sieht alles okay aus. Zum Glück haben wir ja gleich unseren Speicherkristall hier. Du kannst den Dolch mal hier lassen. Du bräuchtest noch dringend einen Punkt in Armor. Dass du auch bessere Rüstung tragen kannst, weil ich glaube. LP 069. Weil ich glaube, du hast viel mehr Protection als sie, oder?
Protection 8, Protection 79. Ja, beantwortet das die Frage? Wir müssen dringend gucken, dass sie mehr Protection kriegt. Also braucht sie auch dringend schwere Rüstung. Ich kriege ja, glaube ich, sogar einen... Ja, ich habe 11 Punkte Protection Bonus durch mein Dings. Durch meinen Knight. Jo. Also ja, sie muss dafür da deutlich mehr einstecken, hat aber auch mehr Lebenspunkte. Das ist wiederum ihr Vorteil. So. Also ja, theoretisch könnte ich hier runtergehen, aber ich gucke hier erstmal da weiter um. Ich will nämlich die Gruften, solange es geht, vermeiden. Auch wenn ich die Hoffnung gebe, dass in den Gruften nicht einfach so die Toten aus der Erde kriechen. So, genau diese Toten da. Na komm. Na komm, komm. Komm, ruhig her. So. Autsch. Wie kann der beide auf einmal treffen? Das ist garstig. So. Wer liegt hier begraben? Ronna Riddle. Die ausgehöhlten Wälder von Arn Arwen haben ein weiteres Opfer gefordert. Die verbleibenden Puzzle, die Rätsel, die für ihn designt wurden, liegen verloren in der verbrannten Bibliothek von Ormund. Der klingt interessant. Es ist ein Secret, tatsächlich. Wieder essen. Davon kannst du gleich mal was vertragen. Du brauchst nichts. Du brauchst auch nicht so, noch nicht so wirklich was. Er könnte was vertragen. Ja. Sack kann weg. Das kann in den Sack. Und ja, Säcke sind zwar praktisch. Aber zu viele Säcke, vor allem leere Säcke, mit denen rumzuschleppen, bringt da auch nicht wirklich was. Hoffentlich bist du alleine. Das muss weh getan haben. Autsch. Stirb einfach so. Stirb nochmal, besser gesagt. Ein Rezept. Necromancer's Potion. Was zur Hölle macht die Necromancer's Potion? Braucht zwei von denen. Können wir noch nicht brauen. Alchemie Level 5 benötigt. Okay. Die kommt mal dahin. Die klingt mächtig. Ist das so eine Resurrection Potion? Ich hoffe. Doch einfach mal. Every night the silent one sees something. Look where he looks and be patient. Okay, das sollte ich mir notieren. Silent One Night Night Look Patient. Ja, das Silent One ist der da oben. Das könnten wir eigentlich gleich mal kurz checken gehen, weil hier hinten ist nichts mehr. Jedenfalls nichts, was ich so sehen kann. Nö. Das war wirklich für diese Necromancer Potion, ne?